Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Kassettenbeast. So, heute werden wir jetzt hier mal die Stadt betreten, die wir hier haben. Zumindest hoffe ich, dass wir das wieder einfach reinlaufen können von der Theorie her. Sehr, was hätte der da im Roller geschubst? Soll das so aussehen? Na, so, wollen wir mich jetzt hier hoch. Und nehmen das Haus unten erst mit. Ach komm, räumen wir. Gehen wir erst zu den unten hin. Karl. Aha. So, du bist eine Pflanze. Das ist ja wahrscheinlich Pflanzertyp Wasser, ist man bestimmt hier blöd eigentlich, ne? Von der Theorie her. Ja. Dann machen wir einfach erstmal einen Hilferuf. Dafür wirst du ja aber dann effektiv sein, wir verbauten. Hat funktioniert. Toll, der ist dazu gekommen. Ja. Und dann wechseln wir dich mal aus. Da ist noch ein Klaps. Da hast du den hier. Ich muss ja gucken, ob ich vielleicht noch einen Sticker, den ich da aufplatschen kann. Ist schon mal irgendein Attacker, der Typ. Das hat aber noch ein zweites. Naja. Gut, dass wir den gerufen haben. Lohnt sich richtig. Okay, Eis. Ist Eis gut gegen Flug wahrscheinlich, oder? Wenn man müsste ja andersrum ist, werden wir so. Obwohl, so ist mein Strahl auf jeden Fall. Der hat ja viel gemacht, der hat einmal angegriffen, hat sich ja voll gelohnt. So, warte mal, haben wir, oder hast du Sticker, so aus dem Beißen zum Beispiel oder so, kann er das vielleicht? Sticker anwenden. Okay, wir haben Spucken mit ungewöhnlich. 7% Crit-Chance pro deren Platz. Und Kriegsattacke bei einem Typenvorteil. Okay, und das nennen wir halt nur Multiklaps als Damage, ne? Ne, hier auch nicht. Hier, Energieschuss haben wir noch. Einfach eine 60er Damage-Attacke. Das ist, glaube ich, gewinnen aber das hier. Beziehungsweise werden wir dann, warte mal, stimmt, warte mal, frage halt, bist du überhaupt gut? Ne, guck mal, das ist ein Fährkampf viel, viel schlechter als ein Nahkampf. Lohnt sich gar nicht. Das lohnt sich nicht. Achso, zumindest halt nicht, Spucken nicht. Bist du, ob es auch Fernkampf war? Das wird sich, wenn dann unter Multiklaps. Wir kommen, kriegst du Multiklaps. Der ist auf jeden Fall ein krass Nahkampf hier. Warte, ich muss ja von oben da rein durchs Fenster, ne? Ich bin doof. Typen, da gehen sie wieder mal gut hier jetzt. Up. So, dann. Wie ich der hier einfach kann, ne? Tja, was hast du nochmal? Ah ja. Hab dich mal wahrscheinlich eher weniger. Wenn das beides, warte mal, du machst. Du hast 37 Kraft, du hast 40 Kraft, also, drin noch mehrmals. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Dann machen wir so, weil an sich sollte der Multiklapp jetzt eh raus, um nicht Platz zu machen.
Obwohl jetzt die andere Attacke eingesetzt hätte, wäre es gereicht, dass der K.O. gegangen wäre, ne? Von der Theorie her. Jo. Tschüss. Fatz, Fatz. Trifft ein Ziel, der Priorität vor anderen Aktionen. Okay. Ja, der ist aber eh schon recht schnell, ne? Also Priorität brauchen wir, glaube ich, gar nicht unbedingt. Okay, warte, dann müssen wir jetzt mal nochmal da oben wieder hin. Vielleicht ganz oben? Ja, ganz oben am besten wahrscheinlich, ne? Dann springen wir von hier aus aufs Dach. Wow. Aber rüber geglitten. So. Ja. Was da fallt da rein, ey. Guten Tag. Lass nicht zu, dass ihr neue Virale aufkauft. Junge Leute, seid so kurzsichtig. Wisst ihr denn die Investmentgelegenheiten nicht zu schätzen, die wir hier öffnen könnten? Ja, anscheinend nicht. Jetzt haben wir Sprungfeder. Wenn ich jetzt den mache. Habe ich noch drei, ne? Hm. Einmal aber zweimal den, dann einmal den so, in der Theorie her. So, du musst noch klappt erstmal. Schaut natürlich effektiv gegen uns, oder? Nee. Ah, das ist eine Geistattacke. Das wäre so quasi elektromäßig, so Elektroschock. Und jetzt kann ich noch den hier machen. Dann reißt du den an. Wenn er jetzt trifft, sind wir beide auf jeden Fall tot sein. Auch weiß er wie vorher tot ist. Okay. So viel denn dazu. Dann rufen wir wieder hier so einen Robin Damm aus. Tja. Dann ist das so. Gut, ich glaube, das brauchst du eigentlich noch gar nicht. Das hier hin, die AP nochmal auf. Das ist seine Dings hier auf jeden Fall ausreichend, die zu töten. Nein, ach komm, ey. Na ja, jetzt ist auf jeden Fall einer tot. Na halt, nee, ist halt der falsche. Ich muss trotzdem weiter mit das. Das war dann einfach noch Klaps. Hup. Da, er lebt noch. Der macht damit komplett ausgeschaltet. So, dann was haben wir nochmal dasselbe. Du machst einen Multiklaps. Ich werfe mal drauf, wenn der Plug gewesen wäre. Schade. So, und dann hast du nicht auch so eine Prio-Attacke hier. Dann machst du wieder eine Prio-Attacke. Den haben wir es aber gezeigt, was? Du stehen wir zufrieden sein. Jo, dann laufen wir jetzt nochmal zurück zum Lagerfeuer. Weg. Okay, du meinst, ich muss ja immer noch. Warte, was hier links runter, davon abgesehen. Muss eigentlich immer noch irgendwo ein Hase rumlaufen, der Flügel hat, davon abgesehen. Warum fliegen halt? Wieder eine Quest. Den habe ich hier immer noch nicht gesehen. So. Lass erstmal wieder in der tiefen Nacht weiterlaufen. Was
so ein ähnliches Wetter. Halt, stopp. Ach komm, ist er denn noch da? Ist. Ich muss ja mal weggelaufen. Okay. Mach doch mal den. Den da. Okay. So, nochmal dasselbe. Du hast Multiclaps. Ich hoffe, bei Multiclaps reicht das aber schon. Jo. So, dann machst du noch. Du machst den hier, du machst noch Multiclaps. So. Trotzdem ein halbes Leben schon verloren gegangen. Komm ich hier überhaupt schon irgendwie hoch? Hier hinten komme ich hoch. Ja, geh weg, komm ich jetzt UFO. Ne? Okay, ich kann mit der Mann nicht irgendwie interagieren oder so. Finde ich, ist aber ein Lavafeuer, toll. Und ich hätte die ganze Zeit immer zurück nach da hinten, ne? Dann können wir uns gleich wieder heilen. Aber die Lagerfeuer scheinen irgendwie nicht irgendwie zu kosten, sondern von wie krass wir geheilt werden müssen, sondern die scheinen irgendwie so und so viel zu kosten, je nachdem, wie weit ich irgendwie bin, ne? Weil die Lagerfeuer von Anfang an kosten immer weniger und so weiter wir im Spiel kommen, desto mehr kosten die dann irgendwie. Oh, ein bisschen komische Logik. Willst du kämpfen? Ne, gut, du scheinst ja gleich irgendwie die komische Stadt zu sein, ne? Würde ich mal behaupten. Da irgendwas versteckt oder so, eine Truhe vielleicht hinter. Man sieht ja leider nichts. Finde ich auch so, was ist eigentlich ein kleines Ding hier? Vielleicht ist es so eine riesige. Oh, hier ist eine komische Krabbe. Vielleicht ist das aber so eine riesige Stadt, wahrscheinlich, wenn man drin ist. Komm, ich habe mir erlaubt, Marschtag A für eure Reise zu öffnen. Also, was kann ich für euch tun? Ah, ist das eine Schnellreise hier oben? Nee. Aber doch, doch, hier. Das ist doch nicht, quasi, wenn wir darauf gehen, ist das die Schnellreise noch hier. Grüß dich, ich möchte Dorian sprechen. Okay, willkommen zurück. Los, du kommst gerade rechtzeitig. Achso, du hast einfach easy rein, alles klar. Gerade rechtzeitig? Rechtzeitig wofür? Wo sind denn alle? Ist irgendwas los? Schauen wir uns alles genauer an. So, okay. Dann gucken wir doch mal. Hier schon links, das ist ein zu hoher Brunnen. Wer will jetzt kämpfen? Was machst du hier? Warum bist du nicht... Moment mal, bist du das, Kaylee? Du bist eine Deserteurin. Okay, das heißt, wir kämpfen ja mittendrin auch noch. Ist doch beide, oder? Weiß ich nicht. Gar nicht. Oder? Korrigieren, also rosten oder werden sie brüchig werden. Okay. Ist einfach Rüstung quasi weniger. Ah, reicht leider nicht, schade. Schade, schade. Ja. Ja, so einfach. Loop. Aua. Das tat auf jeden Fall weh. Aber für das Astral wäre noch 10 Elemente, bla bla bla. Das können wir ja schon.
Also was haben wir noch bei Level 5, ne? Könnte sich weiterentwickeln. Dosatorin. Ich kann mich nicht mal an diesen Mann erinnern. Aber er weiß offenbar, wer ich bin. Na los, gehen wir weiter. Kann ich hier rein? Ist das hier gerade bewegt? Hast du auf jeden Fall, dass ich hier reingelaufen bin? Ich kann hier durch die Gegend treten, ne? In der gekürzten Notiz steht, diese Unterwasserkreatur kommt aus ihrer Schale, wenn sie die Fähigkeit erhält, in der Nähe ihrer Gegner zu bleiben. Ah ja. Da machen wir diese Info. Ja, da ist ein Schalter auf dem Dach gewesen. Jeder, ihr tragt eure Roben nicht. Seid ihr auf. Was aufentstandenen? Ach, das ist ein S. SZ hier. Außenstehende. Ich wollte gerade sagen, hä? Das sieht jetzt aus wie ein F, der denkt so, was? Die Zeremonie absabotieren wollen. Aber es ist ein SZ. Das ist so schlecht dargestellt. Oh, wer bist du denn? Das kennen wir doch gar nicht. Aber Typ Feuer. Von daher gut für uns. Obwohl, Luft. Doch, Luft ist auch Problem Feuer. Okay. Muss das so finden. Insofern, vielleicht pustet sich das Feuer an. Das wird vielleicht stärker, aber nee. Oh, was? Das müssen wir nur so wenig Damage machen, WTF. Als ob der das nur so wenig gemacht hat. Wahrscheinlich hat der aber. Kann natürlich sein, dass der eine übelst hohe Fernkampfverteidigung hat, der Typ, ne? Und dann spucken halt nicht so viel Damage macht, aber klappt's halt dafür. Und dann natürlich weiter weg schon davon, ne? Ich hab's abgesehen, ne? Boom, boom, boom. Na, ah, okay, jetzt reicht es aber leider nicht mit dem Schadenswurf. Okay. Oh, lol, oh, 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 oh. Okay, aber die Runde sind bis auf jeden Fall tot. Das kann ich hier einfach wieder rauslaufen aus der Stadt, dann wieder zum Lagerfeuer gehen. Weil es war ja theoretisch genau nebenan. Wir werden uns nicht aufhalten, na, ich glaube schon. Hat er eigentlich gerade Level 5 erreicht? Ne. Ja, das ist die Frage, machen wir noch einen Kampf? Und ist da noch einer, vielleicht werden wir dadurch Level 5. Dann werde ich aber auf jeden Fall dem einmal kurz heilen. Ja, dich heilen wir. Dich tauschen wir dann mal kurz aus, währenddessen. Ich weiß nicht genau, wie das ist mit der Erfahrung, aber... Ich würde mal schon behaupten, dass es wahrscheinlich so Pokémon-mäßig ist, dass derjenige, der im Kampf beteiligt ist, wahrscheinlich ein bisschen mehr bekommt, oder nicht? Also bekommen auf jeden Fall alle hier ein bisschen was, aber... Sag ich erstmal schon, der wird schon mit am meisten bekommen, denn hier. So, dann wir spucken. Du machst, da kommt immer ein Déjà-vu. Da kommt den versprochen. Scheiße, kriegt das jetzt eigentlich? Oh, das geht jetzt gar nicht. Ich sagen kann, dass es trotzdem nicht funktioniert, im Sinne von, weil ich das ja vorher schon ausgewählt habe, dass ich das einsetzen will. Aber nee, dann machen wir mal ein Beißen. Wir haben gerade beide gekrittet, obwohl wir, obwohl, weil sie die Fähigkeit allgemein krittet, nennen immer. Alles davon krittet, also zum Beispiel auch bei diesen Multi, was ist das, Multi-Clubs oder so, sind quasi, das sind alles krittet davon. Könnte das sein, ne? Das ist quasi immer eine komplette Fähigkeit einfach krittet. Also bei einem Pokémon ist das, glaube ich, so, dass dann quasi jeder einzelne von diesen Treffern eine Crit-Chance hat, oder nicht? Wenn ich mich täusche. So, das haben wir beide gekrittet, war, kann natürlich einfach mega Luck gewesen sein. Dass wir wirklich einfach beide krittet haben, aber keine Ahnung. Das wollte ich nicht. Ah. Oh, das ist für Level 5 gereicht, ja. Also 5 Sterne oder wie auch immer. Nee! Okay, machen wir noch irgendwas platt, was draußen schnell rumläuft, dann gehen wir zum Lagerfeuer.
entwickeln uns. Wenn wir uns rumlaufen, da oben. Wir vielleicht heilen sollen, ne? Ja, gut, das gibt ja trotzdem eine Erfahrung, ob er jetzt sterben sollte. Das war nicht gut. So, dann gehen wir mal auf dich. Du klappst. Ja, auf den bitte. Also dich. Oh lol. Keine Ahnung, was aber damit tot. So. Genau, sind wir 5. Metallwall, okay. Das ist ja nichts Besonderes. Das haben wir ja gefühlt schon 100 Mal kennengelernt mittlerweile hier. Was irgendwie jeder einfach erlernt. So, einmal ausruhen. So, und dich entwickeln wir. Aha. So, das ist eine Duschhaube jetzt geworden. Ja, Duschhaube, so ein Duschkopf. So rum. Eine Duschhaube. Okay, Fontesse. Okay, alles klar. Würde ich auch sagen, das war's mit heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.